Der Countdown zum Duell RB Leipzig gegen RB Salzburg läuft. Am 20. September 21 Uhr, live im Laola 1 Ticker, treffen die beiden Schwesternclubs in der Gruppenphase der UEFA Europa League erstmals in ihrer Geschichte in einem Pflichtspiel aufeinander. Für Leipzig-Legionär Stefan Ilsanker freilich kein alltägliches Aufeinandertreffen. Es ist für mich als Salzburger und Ex-Salzburg-Spieler ein ganz besonderes Spiel. Ich spiele gegen meinen Dad, der Tormann-Trainer in Salzburg ist, und gegen viele ehemalige Teamkollegen. Meine ganze Familie wird im Stadion sein und viele Freunde kommen nach Leipzig, hält der LfB-Teamspieler bei einem Medientermin in Bad Waltersdorf fest. Die für ihn wichtigste Frage hat der Defensivspieler bereits geklärt. DAZN überträgt ab dieser Saison die UEFA Champions League und die Europa League. Starte jetzt dein Gratismonat größer als die wichtigste Frage habe ich gleich zu Beginn geklärt, nämlich zu wem meine Mama hilft. Mein Papa wird nicht erfreut sein, aber sie hilft natürlich zu mir, grinst der 29-Jährige, der in der Europa League Quali in 5 von 6 Spielen zum Einsatz kam und einmal gesperrt fehlte. Leipzigs spezielle Europa League Quali im ersten Red Bull Aufeinandertreffen, damals in einem Testspiel in der Winterpause 2014/15, war Ilsanker beim 3:3 noch auf Salzburger Seite, seit 3 Jahren kämpft Ilse für die Leipziger. Nicht nur für ihn ist klar, es wird wenige Geheimnisse geben. Aber beinahe hätte es das Duell überhaupt nicht geben können, hatte sich Leipzig doch erst mit einem Last-Minute-Elfer-Tor durch Emil Forsberg zum 3:2 gegen Lunsk in die Gruppenphase gerettet. In der Ukraine hatte der deutsche Bundesliga-Club 0:0 gespielt. Überhaupt waren die 3 absolvierten Runden in der Qualifikation speziell für Leipzig. Wir haben die Partien nicht zu 100% als Quali-Partien gesehen, sondern durchaus auch noch als Vorbereitungsspiele. Wir haben aber auch die Qualität im Kader, dass wir dadurch wechseln und auch ein wenig testen können, erklärt Ilsanker. Am Ende wollten wir alles klar machen, aber Luhansk hat es uns verdammt schwer gemacht. Das ist eine richtig geile Mannschaft. Die trainieren seit Jahren im Krisengebiet, bekommen teilweise nicht einmal die Gehälter gezahlt. Das sind richtige Krieger, dementsprechend haben sie auch gespielt. In der Meisterschaft startete der Vizemeister von 2017 mit einer 1:4 Niederlage in Dortmund und einem 1:1 zu Hause gegen Düsseldorf rein von den Ergebnissen her enttäuschend. Ilsanker relativiert, es waren erst 2 Spiele. In Dortmund haben wir eine sehr gute Partie gespielt, in den ersten 30 Minuten ist Dortmund kaum aus der eigenen Hälfte gekommen. Am Ende steht es 4:1, aber das spiegelt nicht den Verlauf des Spiels wider. Sie waren eiskalt, haben jeden Fehler ausgenutzt, was wir nicht gemacht haben. Dann kannst du auch einmal in Dortmund 4 Tore bekommen und verlieren. Düsseldorf hat sehr gut verteidigt und ist über Konter gekommen. Wir haben Chancen kreiert, aber es hat leider nicht zum Sieg gereicht. An der Umstellung von Ralf Hasenhüttl auf Übergangstrainer Ralf Rangnick liegt der mäßige Meisterschaftsbeginn nicht. Die Spielphilosophie ist bei RB Leipzig, egal unter welchem Trainer, einheitlich. Die Grundprinzipien bringt jeder Trainer auf den Platz. Einzelheiten sind dann unterschiedlich. Aber ich kenne ihn als Trainer aus der zweiten Liga und als Sportdirektor in Salzburg. Wir arbeiten lange genug zusammen, er macht das sehr gut und ich bin froh, dass er diese Saison unser Trainer ist. Mit Naby Keita verloren die Leipziger indes einen Schlüsselspieler an Liverpool. Auf der einen Seite freue ich mich für ihn, weil er ein guter Typ ist. Wenn man so eine Chance hat, dann freut man sich für einen Mitspieler. Aber es tut uns natürlich wie ever bei uns, das um und auf im Ball nach vorne bringen, hat alleine 2, 3 ausgespielt.
Das geht natürlich ab. Dessen möglicher Nachfolger, Amadou Haidara, könnte im Winter aus Salzburg nach Leipzig kommen, in jedem Fall aber schon am 20. September als Gegner im Red Bull Derby. So denkt der Red Bull-Boss über das Duell seiner Teams. Die Spieltermine: Salzburg beginnt in Leipzig, Rapid mit einem Heimspiel. Duell zwischen Salzburg und Leipzig bereitet UEFA kein Kopfzerbrechen. Heimkehr für Rose. Spezielles Wiedersehen für Freund und Rangnick. Textquelle: Urheberrecht laola1.at. Matischitz spricht über Red Bull Derby Salzburg-Leipzig zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment-Count. Kommentare: rechtliche Hinweise, die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der laola1-Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.